Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. So dann, gut und herzlich willkommen zum heutigen Mediengespräch. Nach reiseintensiven englischen Wochen spielen wir jetzt das zweite Spiel in Folge hier im heimischen Merkstadion am Böllenfalltor. Gegner am Sonntag um 13.30 Uhr ist der VfL Osnabrück. Und zu dem Anlass haben wir uns heute hier zusammen mit den Medienvertretern virtuell eingefunden, um über dieses Spiel zu sprechen. Und an meiner Seite natürlich der Cheftrainer des SV Darmstadt 98, Markus Anfang. Und an den können gerne die Medienvertreter ihre Fragen ab sofort richten. Eure Fragen. Stefan Kühlein. Ja, hallo nochmal. Hallo. Wie sieht's denn personell aus, mal das Erste? Ja, also personell ist es so, dass Matthias Bader einen Schlag in die Wade bekommen hat und jetzt auf unbestimmte Zeit ausfällt. Er hat einen dicken Bluterguss in der Wade, kann nicht trainieren, ist jetzt gerade in Behandlungen und kann auch noch nicht laufen. Das wird halt dauern, bis der Bluterguss aus der Wade raus ist. Dazu ist jetzt Silas ist umgeknickt im Training, da warten wir noch auf die Diagnose. Patrick Herrmann hat gestern einen Schlag bekommen, musste gestern das Training abbrechen und konnte heute auch nicht trainieren. Felix Platte hat nochmal einen Schlag aufs Knie bekommen, hat aber heute trainiert. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung, ob er da mehrere Probleme mit hatte oder ob das einigermaßen gut ging, weil Training ist jetzt gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen und da habe ich jetzt noch kein Feedback bekommen. Also das ist so aktuell Stand der Dinge. Ja, ging ganz schön zur Sache im Training, oder? Also wenn man das so hört. Wir haben 3 Tage frei gemacht nach dem letzten Spiel, weil wir auch schon 14 Tage hatten, die sehr intensiv waren. Und ich glaube, das auch für den Kopf ganz gut war, gerade nach den Erlebnissen, die wir dann auch hatten in diesen letzten 3 Spielen, dass man einfach auch mal ein bisschen abschaltet. Und es ist sowieso schwer heutzutage, gerade in unserer aktuellen Situation, die wir alle haben, so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und wenn du dann halt so viele Spiele hintereinander hast, dann brauchst du halt auch mal ein bisschen Abstand und dann siehst du vielleicht auch die Dinge nochmal anders. Deswegen haben wir da freigegeben und jetzt haben die Jungs, als sie wiedergekommen sind, haben wir, klar, die Platzverhältnisse sind natürlich dementsprechend, aber wir sind glücklich, dass wir überhaupt auf dem Platz trainieren können und haben gestern halt nochmal eine Turnierform gemacht und bei der Turnierform hat es dann halt auch ein bisschen gekracht, was wir auch brauchen, weil wir müssen halt auch 2 Kämpfe führen und dann passiert es halt auch mal, dass der ein oder andere Spieler einen Schlag bekommt und wir hoffen halt, dass es jetzt nicht so schlimm ist, aber Stand jetzt ist halt das, was ich eben mitgeteilt habe, was uns auf uns zukommt, halt die nächsten 2-3 Tage, glaube ich. Haben Sie, also wenn jetzt Matthias Bader ausfällt und Patrick Herrmann auch noch nicht trainieren könnte, dann haben Sie ein Problem auf rechts, oder? Oder haben Sie Hoffnung, dass das mit Patrick Herrmann noch was wird? Also er war heute Morgen beim Doktor, hat das heute Morgen untersuchen lassen, ist auch behandelt worden daraufhin. Die Tendenz geht jetzt in die Richtung, dass er abwarten muss bis morgen und dann ist es halt ein Schlag gewesen, den er bekommen hat und dann wird sich halt zeigen, ob er damit dann auf dem Trainingsplatz stehen kann und ob er damit dann auch seine Leistung abrufen kann oder nicht. Da müssen wir halt morgen abwarten. Deswegen können wir da jetzt wenig zu sagen. Aktuell ist es so, dass er heute nicht trainiert hat und auch heute Morgen sich gemeldet hat, dass er nicht trainingsfähig ist. Was wäre dann die Alternative für rechts? Wäre das dann Viktor Pálsson? Der hatte sich da auch schon mal ins Gespräch gebracht. Oder würden Sie wieder auf die Dreierkette umsteigen? Oder wie? Lassen Sie uns auch mal an Ihren Gedankenspielen da etwas teilhaben, was man da machen könnte. Ja, sicher. Es gibt da mehrere Gedankenspiele. Na klar, wir haben auch heute dann dementsprechend trainiert. Kannst du zurückgehen auf die Dreierkette. Hast Tim, der die Außenverteidigerposition dann da auch in der Dreierkette beziehungsweise in der Fünferkette dann ordentlich gespielt hat. Krille kann das auch, hat das auch in Köln gespielt. Tim könnte aber auch den Außenverteidiger spielen. Wir haben Rappo, der kann Außenverteidiger spielen. Wir haben Viktor, der kann Außenverteidiger spielen. Aber das Problem ist natürlich, dass wir dann dadurch dann die Optionen auf den anderen Positionen so ein bisschen
verlieren, was mit Nachlegen betrifft. Wie kannst du dann wechseln? Also da müssen wir uns halt Gedanken zu machen. Aber wir warten jetzt mal morgen ab, wie es morgen ist. Aber wir haben heute schon zwei, drei Möglichkeiten durchtrainiert und müssen uns dann am Wochenende für die entscheiden, wo wir das beste Gefühl mit haben. Und das werden wir auch in Rücksprache mit der Mannschaft machen. Tobi Kempe ist aber wieder gesund, oder? Nach seiner Wadenverletzung. Tobi hat jetzt die Trainingseinheiten mitgemacht und hat jetzt keine Anzeichen dazu gehabt, das Training abzubrechen oder hat wieder Probleme bekommen. Nee, das nicht. Also heute, wie gesagt, habe ich noch keine Rückmeldung, aber hat heute auch trainiert, hat gestern auch trainiert und sah eigentlich auch ganz rund aus, aber wie gesagt, da kriege ich noch eine Rückmeldung von den Physios, was Tobi dann betrifft. Und die letzte Frage zum Personal wäre noch Matthias Wittek. Ist noch immer nicht voll dabei, oder? Das dauert immer noch wahrscheinlich ein bisschen. Oder wie sieht das da im Moment aus? Doch, Matthias ist jetzt im Mannschaftstraining drin und hat auch, technisch-taktische Abläufe mitgemacht. Ist auch in den Zweikämpfen drin. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie das Knie dann unter normalem Mannschaftstraining reagiert. Also das ist, braucht halt seine Zeit, war halt lange raus, muss man sagen, aber ist halt auch eine Persönlichkeit auf dem Trainingsplatz, bringt auch Lautstärke mit auf dem Trainingsplatz, das schon mal sehr positiv ist, er bringt sich in die Gruppe auch ein, also das ist schon sehr positiv, aber wie gesagt, war lange raus und jetzt muss man erstmal abwarten, wie das Knie reagiert auf die Belastungen, die jetzt dann auf ihn einwirken. Ja, aber das heißt, er trainiert jetzt erstmal voll mit und dann guckt man eben, ob man ihn dann wieder ein bisschen rausnimmt oder schont oder. Ja, das gucken wir ja eigentlich weniger. Wir gucken ja dann eigentlich nur darauf, wie das Knie reagiert und was er für eine Rückmeldung gibt. Also wir würden ihn jetzt nicht rausnehmen im Sinne von, dass wir ihn jetzt schonen wollen, weil er muss ja auch in die Belastung rein, um zu gucken, wie sein Knie reagiert. Deswegen werden wir ihn erstmal mit in die Belastung reinnehmen. Wenn er mal müde ist, was ja passieren kann nach so einer langen Verletzungszeit, dann werden wir natürlich darauf reagieren. Aber wir haben da auch die dementsprechenden Daten, die dann über den Kai immer wieder laufen, über Katapult, wo wir dann immer wieder drauf gucken können. Ist er jetzt wirklich in dem Bereich, wo man sagen muss, wir müssen ihn mal rausholen. Aber im Moment ist er jetzt gerade erst ins Mannschaftstraining rein und wir sind froh, dass er drin ist. Seit wann ist er jetzt wieder so drin? Seit dieser Woche oder? Genau, seit dieser Woche ist er ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hat natürlich vorher immer wieder mal so Trainingseinheiten gehabt, wo er nach und nach mit reingekommen ist. Aber jetzt diese Woche ist er ins Mannschaftstraining rein und macht alle technisch-taktischen Abläufe auch mit. Alles klar. Danke erstmal. Bitte. Wir machen weiter mit Jan Felber vom Darmstädter Echo. Mal zum nächsten Gegner, Osnabrück. Die machen ja immer ein bisschen Schwierigkeiten im Vorfeld einer Partie. Letztes beim Hinspiel hatten wir ja die Corona-Situation, wo das Spiel dann abgesagt wurde. Jetzt habe ich gerade gelesen, die konnten die ganze Woche mehr oder weniger gar nicht richtig trainieren, weil die nur Schnee und Eis auf ihren Plätzen hätten und in der Soccerhalle trainiert, musste, glaube ich, morgen nach Mainz schon anreisen, um mal wieder grünen Rasen zu sehen, auf den sie sich freuen. Was erwartet uns denn für ein Spiel gegen eine Mannschaft, die ja genau in derselben Tabellenregion steht wie der SV 98? Beziehungsweise wie beurteilen Sie aus der Ferne so die Art der Vorbereitung, die der VfL machen konnte? Ja, ich finde es unabhängig davon, wir haben ja alle englische Wochen hinter uns und wir haben ja noch dieses Pokalspiel drin gehabt. Ich glaube, das macht dann am Ende nicht so viel aus, ob du jetzt auf Kleinfeld trainierst oder auf Großfeld trainierst. Wir haben auch unsere Voraussetzungen hier, die auch natürlich nicht optimal sind, aber wer hat jetzt schon optimale Voraussetzungen in der Zeit? Wir hätten auch in die Halle gehen können und hätten dann sicherlich ein bisschen besseren Platz dann am Ende gehabt, was auch der Jahreszeit geschuldet ist. Das ist gar keine Kritik, das ist einfach eine Tatsache. Da hätten wir wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen mehr Kombinationsspiel drin gehabt, was wir jetzt ein bisschen weniger drin haben durch die Platzverhältnisse. Es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Ich glaube, Spielvorbereitung, da tun sich jetzt alle gerade sehr schwer. Also, und was auf uns zukommt, ist halt ein klassisches Spiel in der zweiten Liga. Mannschaften, die in dem Bereich sind. Es wird wie gegen die anderen Mannschaften auch. Wir können nicht damit rechnen, dass wir das alles fußballerisch und schön lösen. Nee, wir können uns eine Idee zusammenlegen. Wir können einen Plan haben mit der Mannschaft zusammen, erarbeiten. Und da geht es hauptsächlich darum, dass du einen Plan hast, was zwischen den 16ern passiert. Also von 16er zu 16er. Aber was am Ende das Spiel entscheidet, sind immer Aktionen im 16er. Und sowohl im eigenen 16er als auch im gegnerischen 16er. Setzt du dich durch und machst das Tor,
oder verteidigst du am Mann so hart, dass du keine Elfmetersituation hast, aber der Gegner kommt halt nicht zum Torabschluss. Und das war auch für uns jetzt nach dem letzten Spiel nochmal Hauptthema. Verteidigen im eigenen 16er und klar, durchsetzen im gegnerischen 16er. Also du kannst im Fußball versuchen, viel zu planen und kannst auch viel, viel erarbeiten. Aber bekanntlich ist es halt so, dass im letzten Drittel sowohl für den Gegner als auch für uns entscheidet dann am Ende, wie du dich durchsetzt und wie du verteidigst. Da werden dann am Ende die Spiele gewonnen oder verloren. Kommt ja Osnabrück mit einer relativ schlechten Bilanz. Ich habe jetzt geguckt, von den letzten 10 Spielen 9 verloren. Muss man da irgendwas machen, damit man das vielleicht aus dem Hinterkopf rausbekommt, dass das jetzt ein Gegner ist, der schon sehr angenockt ist? Also die standen ja in der Tabelle schon deutlich weiter oben, rutschen wie letztes Jahr eigentlich auch in Osnabrück am Ende so ein bisschen nach unten runter. Wie sehen Sie oder wie können Sie warnen, darauf hinzuweisen, dass der Gegner doch besser ist, als diese nackten Zahlen das letztlich aussagen? Ich brauche nicht warnen, ich muss nur unsere Situation sehen und ich glaube, wir müssen uns auf uns konzentrieren und da haben wir genug mit zu tun, dass wir ein gutes Spiel machen und dass wir die Punkte holen. Also wir können uns über die Serie vom Gegner oder die Ergebnisse von den Gegnern, darauf brauchen wir uns nicht zu konzentrieren. Das hat auch für uns überhaupt keine Aussagekraft, gar nicht. Also für uns ist es einfach nur entscheidend, was wir auf den Platz bringen und wie wir unsere Leistungen, unser Spiel durchbringen und alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen, wir können nur unser Spiel beeinflussen und darauf sollten wir uns konzentrieren, wie gesagt. Ich wusste das auch gar nicht, das interessiert mich auch überhaupt nicht, weil in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen und das in jedem Spiel und deswegen es ist wieder ein neues Spiel und da kann halt auch wieder alles passieren. Da sollten wir uns auch nicht auf irgendwelche Statistiken im Nachgang dann irgendwie stürzen, das bringt uns dann in dem Spiel auch nichts. Macht Sie denn zuversichtlich, dass so ein Mist wie gegen Nürnberg jetzt am Ende diesmal nicht passiert? Also oder anders gefragt, hat man das tatsächlich, Sie haben ja sicherlich nochmal über diese Situation gesprochen, vielleicht auch über Kommunikation, die in dieser speziellen Situation jetzt beim 1-2 gefehlt hat. Wer auch immer da jetzt nichts gesagt hat oder was gesagt hat, wie ist das nochmal aufgearbeitet worden? Wie haben Sie nochmal mit Rapp und Schuhen in dem Fall konkret gesprochen? Was ist da schiefgelaufen? Was muss anders sein beim nächsten Mal bei so einer Situation? Ja, also wir haben die Spiele, jedes Spiel analysieren wir und über jedes Spiel reden wir auch mit der Mannschaft. Und ein Punkt ist natürlich permanent Kommunikation. Also es wird jetzt auch gegen Osnabrück ein ganz, ganz großer Punkt sein, Kommunikation, weil Osnabrück doch viel im Zentrum, viele Positionswechsel haben und da wird viel übergeben, übernehmen sein, da wird viel über Coaching gehen, da muss viel von hinten nach vorne gecoacht werden. Und das ist am Ende auch eine Analyse von dem letzten Spiel, aber auch schon von davor, von den Spielen, dass wir einfach viel lauter sein müssen auf dem Platz, dass wir wesentlich mehr Kommunikation haben. Und in der Szene, ja, Rappo sagt, er hat nichts gehört, Schuh hat gesagt, er hat gerufen. Am Ende können wir es nicht mehr beeinflussen. Und bei allem, wo wir jetzt drüber sprechen, wenn man isoliert die Situation nimmt, du machst gegen Nürnberg so ein Eigentor, du kriegst gegen Regensburg in der 97. das Tor, du verlierst im Elfmeterschießen. Wenn man die isoliert sieht, die Situation, könnte man meinen, das ist alles Glück und Pech. Ist es nicht. Haben wir uns auch alle gesagt und wir haben auch darüber gesprochen und wir haben mit der Mannschaft auch über verschiedene Abläufe gesprochen. Also ganz klar gegen Nürnberg, beim ersten Tor Restverteidigung, Zuordnung, Press am Mann plus Sicherung nicht hergestellt, dadurch kriegen wir den Konter. Dann verteidigen im eigenen 16er, knallhart am Mann verteidigen, deswegen haben wir das nochmal mit reingenommen. Diese Woche haben wir nicht gemacht und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir es nicht gemacht haben und wir predigen es und sprechen es auch immer wieder an. Am Ende muss umgesetzt werden und ich glaube, klar, wenn du im Elfmeterschießen verlierst in Kiel, dann kann man vielleicht sagen, ja, aber da haben wir auch während des Spiels, waren wir auch selbstverantwortlich für das Gegentor, was wir bekommen haben und Regensburg auch verteidigen im 16er am Mann, haben wir nicht gemacht und kriegen dann so das Tor. Ja, können wir darüber sprechen, in der 97. und 95 waren angezeigt. Nee, wir müssen uns am Ende verteidigen im 16er. Und das sind halt die Themen, die wir hatten. Und wir reden immer Tacheles und wir sind auch als Trainerteam natürlich offen für Neuerungen und wir sprechen das auch an. Sollen wir mehr kommunizieren? Sollen wir weniger kommunizieren?
Sollen wir in der Spielvorbereitung mehr Informationen geben? Sollen wir weniger Informationen geben? Was hilft euch? Wie können wir euch am besten noch unter die Arme greifen? Und Tenor der Mannschaft ist ganz klar gewesen, hey, sie sind am Zug, sie müssen es umsetzen. Es liegt nicht an der Vorbereitung, es liegt nicht an der Nachbereitung, es liegt nicht am Coaching, es liegt ganz allein daran, an der Umsetzung und hauptsächlich daran, wie verhalten wir uns in der gegnerischen 16er und wie verhalten wir uns im eigenen 16er. Und das haben wir nochmal thematisiert und dass wir viele Sachen besser machen können, gerade in diesen Bereichen, das wissen wir, daran arbeiten wir. Und zwischen den 16ern, glaube ich, das war auch das, was wir all die Zeit über in der Saison auch immer wieder hatten, das gute Gefühl, dass wir irgendwie gut im Spiel sind, dass wir viele Spielanteile haben, dass wir uns viele Möglichkeiten erspielen. Aber du musst sie dann am Ende auch als Chancen herausspielen und du musst sie verwerten. Und du musst auch die wenigen Möglichkeiten, die du dann zulässt, musst du auch hinten raus verteidigen. Und, wäre jetzt auch meine abschließende Frage gewesen, also von meiner Seite. Sie haben auch nach dem Spiel gesagt, wenn man vorne nicht trifft, kann das genauso ein Fehler sein, wie wenn man hinten einen reinkriegt. Also jetzt jeder redet über das 1-2 und auch über das 0-1, aber vorne sind halt viele Sachen auch unsauber ausgespielt worden, die falsche Entscheidung getroffen, hatten Sie alles gesagt nach dem letzten Spiel. Ist das eine Sache, die im Kopf von den Spielern stattfindet oder kann man die über das Coaching vielleicht noch steuern oder kann man das vielleicht auch speziell nochmal trainieren, was da schiefgelaufen ist? Weil ich hatte jetzt gerade gegen Nürnberg ganz oft den Eindruck, es war ja wirklich so, es war alles gut, aber am Schluss, 20 Meter vor dem Tor, wusste keiner mehr so richtig, was er da vielleicht machen soll oder hat vielleicht eine Sekunde zu lang überlegt, sage ich jetzt mal, ist vielleicht nicht stringent auf den Torwart zugegangen, hat nochmal rüber geguckt. Wie trainiert man sowas? Ja, das ist so ungefähr, nicht ganz so, aber so ungefähr in die Richtung geht das. Ich glaube schon, dass sie wissen, was sie machen wollen. Aber das ist dann halt auch, jeder Spieler hat dann seine Qualitäten, die er mit reinbringt. Wenn du um 1-gegen-1 vorbeikommst und du hast die Möglichkeit, den Abschluss zu suchen, musst du den Abschluss suchen, den freien Mann finden. Der freie Mann muss dann auch dementsprechend den Abschluss haben. Also das kannst du, na klar kannst du versuchen, unter Stress und unter Druckbedingungen das zu trainieren, wird aber nie so sein, wie es dann am Wochenende ist. Also das kannst du nicht nachstellen. Deswegen ist es halt auch so, dass man immer darüber spricht, man braucht halt vorne, wenn du Spiele gewinnen willst, brauchst du halt vorne am Ende des Tages, brauchst du immer Spieler, die Torgefahr haben, die Tore machen können. Und hinten brauchst du halt Spieler, die dir auch alles das wegverteidigen können. Das ist halt immer so, das ist ja das Entscheidende im Fußball. Und deswegen wird da auch am meisten investiert in diese Bereiche. Und ich glaube, dass wir jetzt schon gute Situationen reingekommen sind, aber wir haben sie, und da bin ich absolut bei euch, wir haben sie definitiv nicht so final ausgespielt, wie wir sie ausspielen können, weil wir es wirklich können und vor allen Dingen auch müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und daran müssen wir uns halt messen lassen. Und da sind einem als Trainer dann auch gefühlt die Hände gebunden, weil das sind dann auch Spielsituationen, die dann entstehen, wo dann in kürzester Zeit eine Handlungsschnelligkeit entscheidet und dann Reaktion entscheidet, Umsetzung entscheidet. Und wir haben Spieler, die das können und die müssen es halt dann am Ende auch umsetzen. Und das wissen die Jungs auch. Also die Spiele im 16er, sowohl die gegnerische 16er als auch eigene 16er, werden da nun mal entschieden. Das ist einfach so. Vielen Dank. Bitte. Wir machen weiter mit Michael Maxen, FFH. Ja, hallo. Vielleicht einfach nochmal ganz salopp gefragt, wie optimistisch sind Sie denn jetzt vor dem Spiel und was macht Ihnen auch Mut nach dieser letzten Woche jetzt vor dem Spiel gegen Osnabrück? Ja, also wenn wir, ich habe es ja eben gesagt, wenn wir die Spiele jetzt sehen, ich glaube, wir haben sowohl in Regensburg als auch gegen Kiel, wie auch im letzten Spiel gegen Nürnberg, glaube ich, waren wir gut in den Spielen drin und haben auch viele Spielanteile gehabt und haben auch das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel kontrollieren. Und das zeigt dir halt, dass du in der Lage bist, Spiele so zu gestalten, dass du auch immer in der Lage bist, das Spiel zu entscheiden. Und ich glaube, das haben wir ja auch die ganze Saison immer gehabt, das Gefühl. Am Ende werden wir aber nur dafür belohnt, wenn wir uns dann im 16er beim Gegner und wie gesagt im eigenen 16er auch durchsetzen und das verteidigen bzw. vorne so bespielen, dass wir das Tor machen. Und ich glaube, dass die Jungs, so wie wir das auch in der Analyse hatten, sehr selbstkritisch waren auch. Und das sagt ja auch die Aussage, dass sie nichts geändert haben wollen, dass sie am Zug sind und sie wissen, dass sie am Zug sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir extrem Druck auf die Jungs aufbauen, auf die Mannschaft aufbauen, weil sie machen im Prinzip das oder wollen das umsetzen, was uns am Ende erfolgreich macht. Und sie wollen selber auch erfolgreich sein. Und
dieser Wille ist da, in der Umsetzung dieser Wille ist da. Wir dürfen halt nur nicht verkrampfen, weil das macht gar keinen Sinn. Wir kommen in viele gute Situationen, wir müssen sie einfach nur besser ausspielen. Und es gibt Situationen, da kommst du da rein, dann schießt du gefühlt aufs eigene Tor und machst beim Gegner ein Tor. Klingt alles ein bisschen blöd, aber es ist halt manchmal so im Fußball. Das musst du aber auch erzwingen. Und es gibt halt Situationen, dann scheiterst du an allem. Und genau dann musst du dranbleiben und eine Widerstandsfähigkeit haben und eine Nachhaltigkeit haben in deinem Spiel, dass du es durchsetzt und dich nicht dann nachher in den Bereich bewegst, wo dann vielleicht drüber gesprochen wird, ja, ist alles Glück und Pech. Nee, das können wir alles beeinflussen und das müssen wir auch beeinflussen. Weil Sie das Thema Druck jetzt gerade auch angesprochen haben, wie viel Druck ist denn trotzdem auf dem Spiel? Ich hatte jetzt gelesen, dass der Viktor Pálsson ja auch gesagt hatte, eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen. Also wie sehen Sie das? Ja, ich finde das positiv. Also ich bin sowieso so ein Trainer, der rausgeht, um Spiele zu gewinnen. Also es hat sich also am Ende nichts geändert. Also wir gehen ja raus, weil wir ja Spiele, also wir sagen ja nichts, was wir nicht wollen. Also wenn er sagt, wir müssen das Spiel gewinnen, dann sagt er ja damit, er will rausgehen und will das Spiel gewinnen. Ich finde das positiv. Also ich sehe da nichts Negatives. Für mich ist das absolut eine positive Herangehensweise, weil ich gehe ja nicht raus, renne von mir aus 12, 13 Kilometer, versuche jeden Zweikampf zu gewinnen, um am Ende zu sagen, ich bin froh, wenn ich einen Punkt geholt habe. Nee, das kann ja nicht, das kann nicht der Anreiz sein. Also ich finde das gut, dass sie das so sehen und dass sie sich selbst in die Pflicht nehmen und sich auch diesen positiven Druck machen, dass sie rausgehen und wollen die Spiele gewinnen. Also da sehe ich jetzt nichts Negatives dran. Ich sehe da auch nichts Negatives dran. Aber ist denn ein bisschen Druck auf dem Spiel oder ist es wieder eins von vielen Spielen? Weil es ist ja schon eine besondere Konstellation jetzt gegen Osnabrück, die halt direkter Tabellennachbar ist und gerade jetzt das Spiel in Osnabrück und dann gegen Pauli sind ja schon wichtige Spiele jetzt einfach. Ja, so wie die nächsten 14 Spiele alle wichtig sind. Also jedes Spiel ist wichtig. Ich habe es ja schon mal im Vorfeld gesagt, es bringt ja nichts, wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst und danach nichts mehr gewinnst. Also jedes Spiel ist wichtig und du hast in jedem Spiel, musst du mit dir so umgehen, dass du dir vielleicht sogar den eigenen Druck so aufbaust, damit du diese Spannung hast, um rauszugehen und dieses Spiel zu gewinnen. Und jeder, der Leistungssport betreibt, der freut sich auf Wettkämpfe. Und das ist ein Wettkampf. Und also erhöhter Druck sehe ich jetzt insofern nicht. Also du kannst ein Spiel gewinnen, du hast eine Riesenchance, ein Spiel zu gewinnen. Mit dieser Einstellung musst du da rangehen. Alles andere wird dir sowieso nicht helfen. Also man redet immer von 6-Punkte-Spiel oder das ist, nee, kriegst auch nur 3. Und musst dafür kämpfen, dass du 3 holst. Alles andere bringt dich nicht weiter. Alles klar, danke. Bitte. Ann-Kathrin Rose vom Hessischen Rundfunk. Ja, Anfang in den vergangenen Wochen ist mir aufgefallen, dass Sie nach diesen späten Nackenschlägen, Eigentoren, alles, was so schiefgegangen ist, immer nach den Spielen trotzdem geschafft haben, Ihre Mannschaft sofort auf dem Platz zusammenzutrommeln, sofort zu Ihnen gesprochen haben. Ich weiß, Sie werden uns nicht verraten, was Sie gesagt haben, aber nehmen Sie uns mal mit, wie schwer war das denn für Sie auch manchmal, da überhaupt noch was zu sagen, weil man hätte ja sagen können, ah ja, jetzt bin ich vielleicht auch mal kurz sprachlos, aber Sie waren immer in der Kommunikation. Nehmen Sie uns mal mit, wie schwer das war. Ja, das hat halt ein Stück mit Empathie zu tun, weil du fühlst ja mit deiner Mannschaft und natürlich bist du dann auch mal kurz enttäuscht, wenn du dann solche Rückschläge hast, aber ich versuche immer das Positive zu sehen und versuche immer das zu sehen, was wir wirklich umgesetzt haben und gut umgesetzt haben und ich muss aber auch ehrlicherweise das sagen, was wir nicht gut gemacht haben und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man die Spieler recht schnell zusammenholt, einen Kreis bildet und ihnen einfach ein Feedback gibt zu dem, was wir gerade da gespielt haben. Und das im besten Fall natürlich ein sehr realistisches Feedback, trotz aller Emotionen, die du hast. Und um einfach zu sensibilisieren auf das, was du gerade empfindest. In dem Moment, wo du das Spiel beendet ist und du hast halt eine Emotion in dir, dann kannst du halt auch viel mit diesen Emotionen arbeiten. Also wollt ihr euch vielleicht nochmal so fühlen oder warum fühlt ihr euch so und was können wir vielleicht ändern, damit wir uns nicht mehr so fühlen und dann brauchst du halt diese Emotionen in dem Moment und musst natürlich auch versuchen, dann den Fokus auf die Trainingsarbeit zu legen, den Fokus darauf legen, auf das nächste Spiel. Also das ist halt so ein bisschen das, was ich versuche, der Mannschaft immer wieder mitzugeben. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus zu sagen, dass ich enttäuscht bin, wenn wir in der 97. in Regensburg ein Tor bekommen. Ich bin genauso enttäuscht, wenn wir im Pokal
unglücklich im Elfmeterschießen ausscheiden und bin auch enttäuscht darüber, wenn wir gegen Nürnberg so ein kurioses Eigentor machen und uns zumindest um den Lohn von einem Punkt bringen. Und das sage ich auch. Das sage ich der Mannschaft auch, weil ich ja mitfiebere und mitlebe mit der Mannschaft. Und wir sind eine Einheit und wir versuchen aber diese Emotionen, die wir da haben, dann einfach zu kanalisieren in die richtigen Bahnen, dass wir daraus Stärke ziehen. Und aus Niederlagen kannst du Stärke ziehen, wenn du sie richtig einordnest. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben auch über die Kommunikation viel gesprochen. Was einem noch stärker auffällt, oder zumindest mir, wenn man sozusagen diese Spiele am Fernseher verfolgen muss, ist Ihre unfassbare Lautstärke, Ihre Intensität, mit der Sie gefühlt das ganze Spiel sozusagen mit begleiten. Wie anstrengend ist denn das? Oder ist das was für Sie, wo Sie sagen, ich kann das gar nicht anders? Also wenn ich irgendwie den Mund halte an der Seitenlinie, dann ist es vielleicht auch nicht so richtig. Ja, es ist gut, dass es mal gefragt wird, weil das ist eine Sache, die ich auch mit der Mannschaft bespreche. Ich habe jetzt zum Beispiel auch am Mittwoch gesagt, es ist gut, dass ich permanent versuche, euch Hilfestellungen zu geben. Das habe ich unter der Saison immer wieder gefragt. Also in der Regel ist es so, wenn du mit einer Mannschaft anfängst zu arbeiten, dann irgendwann kommen auch viele Erfolgserlebnisse dazu. Und ich glaube, die hätten wir uns auch in vielen Phasen erarbeiten können. Und dann wird es halt gefühlt auch manchmal so ein Selbstläufer, weil einfach auch ein Selbstvertrauen dann damit reinkommt und ein Selbstverständnis mit reinkommt. Und das haben wir ja nicht so viel gehabt. Aber wenn wir es hatten, dann brauchte ich auch bei den nächsten Spielen eigentlich nicht so viel zu coachen. Dann konnte ich mich eigentlich auch rausnehmen. Und wenn die Phasen sind, wo es dann halt mit diesen Erfolgserlebnissen nicht ist, damit du halt auch nachhaltig dieses Spiel durchziehst, bin ich dann vermehrt mal im Coaching, wobei mein Co-Trainer auch dann viel coacht und der gegnerische Trainer auch viel coacht. Ich weiß, dass man mich dann sehr, sehr laut hört, aber die Jungs, die wollen das. Also ich habe sie gefragt, so, soll man das eindämmen, soll man das sein lassen, wollt ihr das alleine, nehme ich euch eure Kommunikation? Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das ist eine Hilfe für sie. Und, aber es ist sicherlich ein Punkt. Also ich für meinen Teil muss das jetzt nicht haben. Ich mache das jetzt nicht für mich. Also es geht nicht um mich dabei. Also es geht darum, dass ich ein Hilfesteller für die Mannschaft bin in vielen Situationen. Und die Mannschaft nimmt es dankend an. Aber es kann auch mal sein, dass du draußen an der Linie ruhig bist, weil einfach die Abläufe so laufen und du hast das Gefühl, sie sind da voll drin. Und wenn sie es selbst auch schon coachen und wenn die Kommunikation super ist auf dem Feld, dann brauchst du natürlich nicht so viel zu coachen, aber das habe ich ja eingangs gesagt. Wir müssen an der Kommunikation arbeiten und da müssen vermehrt die Spieler mit rein, dass sie wesentlich mehr coachen und mehr dafür tun, dass sie sich gut positionieren. Aber klar, für mich das, ich habe damit kein Problem. Ich muss ja nicht hin und her laufen, ich habe genug Luft. Also Sie haben abends auch noch Stimme, weil in den Interviews haben Sie ja immer noch Stimme. Und ich frage mich, wie man das so steil habe ich. Also Chapeau, muss ich sagen. Naja, manchmal habe ich auch keine Stimme mehr. Das kommt dann ein bisschen auf das Wetter auch draußen an, wenn es ein bisschen kälter ist. Aber ich habe das im Jugendbereich so gehabt. Ich habe das im Amateurbereich so gehabt. Ich habe das in Kiel so gehabt. Ich habe das in Köln so gehabt. Mal mehr, mal weniger. Mal musste ich gar nicht mehr coachen. Einfach die Situation. Einfach an die Situation angepasst. Dann wünschen wir stille Spiele, würde ich sagen. Ja, danke. Weitere Fragen? Nö, die sind augenscheinlich alle gestellt worden. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen uns allen ein gutes, hoffentlich erfolgreiches Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher.